Herzlich willkommen zu diesem zweiten Video aus meiner Reihe Datenschutz und Datensicherheit. Und wir wollen uns jetzt hier in diesem zweiten Video um den Datenschutz näher kümmern bzw. besprechen, was dieser Datenschutz denn eigentlich ist. Im vorgehenden Video bin ich schon auf Begriffe Datenschutz und Datensicherung eingegangen. Und jetzt schauen wir uns einmal an. Datenschutz bedeutet ja den Schutz vor unberechtigten, unerlaubten Zugriff. Ja, wo kann dieser stattfinden, dieser unerlaubte und unberechtigte Zugriff, zum Beispiel beim Staat, bei der Verwaltung, Datensammlung und auch natürlich in Unternehmen. Also Unternehmen dürfen ja in der Regel nur dann Informationen von dir speichern, wenn du sie dann ausdrücklich erlaubt hast. Und beim Staat schaut es ja auch so aus, dass es dem Staat zum Beispiel nicht zusteht, in unseren westlichen Demokratien deine politische Einstellung zum Beispiel zu speichern, deine sexuelle Orientierung und dergleichen mehr. Das heißt, auch von staatlicher Seite her gibt es die Pflicht, nicht unberechtigt Daten zu speichern, beziehungsweise Daten dann, wenn sie gespeichert werden, auch damit dann sorgsam umzugehen, zum Beispiel Patientendaten. Ja, durch wen finden diese unerlaubte Zugriff dann statt? Zum Beispiel durch Mitarbeiter in einem Unternehmen. Zum Beispiel, wenn Mitarbeiter daran sind, ein Unternehmen zu verlassen, sie wollen in ein anderes Unternehmen überwechseln. Und wenn sie dort sehr gerne begrüßt, wenn sie die entsprechenden Kundendaten ihres alten Arbeitgebers mitnehmen. Das heißt, vor einem Firmenwechsel, vor einer Firmenneugründung kann es vorkommen, dass Mitarbeiter zum Beispiel Kundendaten entnehmen und sie in die neue Firma mitnehmen. Oder eben auch durch Unbekannte, man muss sie einfach Verbrecherinnen und Verbrecher nennen, die eben diese Daten dann stehlen. Dann sind wir schon im Bereich der Spionage angelangt. Und Spionage, Datenklau, passiert häufig unbemerkt. Denn die Daten verschwinden ja nicht einfach in dem Unternehmen, sondern sie werden weggenommen. Also sie werden kopiert, ja, und dieser Datenklau ist so lange unbemerkt, bis man dann einen konkreten Schaden hat und man dann merkt, dass zum Beispiel ein anderes Unternehmen ein ähnliches oder das gleiche Produkt auf den Markt bringt. Wie kann das Ganze passieren, diese Spionage? Nur mal zwei Beispiele. Ein Keylogger zum Beispiel kann entweder in Form einer Hard- oder Software in einem Computer angebracht werden. Man kann das in der Größe von einem ganz kleinen USB-Stick sich vorstellen. Die wird eingesteckt zwischen der Tastatur zum Beispiel und dem PC. Und dieser Keylogger überwacht dann alle Tastatureingaben. Das heißt, alles, was eingegeben wird, alles, was an Daten eingegeben wird, wird dann praktisch mitgeschnitten. Und so können dann Passwörter, Zugangsdaten mitgeschnitten werden, also aufgezeichnet werden. Auch wenn zum Beispiel eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter nicht wirklich an der Arbeit ist, sondern vielleicht irgendwelche dubiose Seiten dann besucht. Das könnte alles aufgezeichnet werden und dann gegen den Mitarbeiter oder eben die Firma dann auch verwendet werden. Aber in der Regel dienen Keylogger eben zum Ausspielen von Daten und Zugangscodes und Passwörtern. Darüber hinaus gibt es dann auch eigene Software, sogenannte Trojaner, die sich dann eben, die dann eingeschleust werden in ein Computersystem und die übermitteln dann die entsprechenden Daten dann an andere Computer nach außen hin. Und man bekommt den vollen Überblick dann, was auf diesem einen Computer eben dann zum Beispiel abgerufen wurde und was da gemacht wurde. Neben einem Clown praktisch, was ja zum Teil unbemerkt passiert, gibt es natürlich auch Sabotage, ist die Zerstörung oder gar die Veränderung von Daten. Also man könnte zum Beispiel von jemandem Angaben hinterlegen, die gar nicht der Wirklichkeit entsprechen. Man glaubt aber, dass das dann tatsächlich dann der Fall ist. Ja. Schutz, Datenschutz ist eben auch Schutz vor Missbrauch und dem Schaden, der daraus entsteht, beziehungsweise den Einschränkungen. Also wenn man Daten nicht mehr trauen kann, müsste man ja alle Daten nochmal überprüfen, wenn sie eben vorher in irgendeiner Form verändert wurden, unerlaubt verändert wurden. Und das würde einen großen Aufwand nach sich ziehen. Dann sind wir bei den gesetzlichen Regelungen. Bei uns in den westlichen Demokratien gibt es ein Recht auf Selbstbestimmung, auch Selbstbestimmung der Informationen, die über einen selber gespeichert werden. Da gehört zum Beispiel das Recht am eigenen Bild dazu. Also man darf nicht einfach jemanden dann zum Beispiel fotografieren, ohne dass dieser das wünscht und möchte. Und geregelt wird das Ganze eben in Gesetzen oder Richtlinien. Das ist einerseits das nationale Recht, also Recht zum Beispiel in Deutschland, Österreich, in den jeweiligen Staaten. Und dann in Europa eben auch das sogenannte EU-Recht, wo eben dann wiederum Dinge geregelt werden, die dann durch das nationale Recht dann ergänzt werden. Ebenfalls zu gesetzlichen Regelungen gehört natürlich auch die Urheberrechtsverletzung. Das heißt, es wird dann geregelt, wer darf was mit bestimmten Medien tun. Zum Beispiel Videos verwenden oder Bilder einbinden in eigene Projekte. Und da gibt es dann die dementsprechenden Lizenzen. Auf dieses Thema bin ich schon gesondert eingegangen in einem anderen Video.
Dann kommen wir zu den sogenannten Sicherheitsrichtlinien. Sicherheitsrichtlinien geben vor, wer zum Beispiel ein Unternehmen Zugriff auf die Daten haben sollte. Wer, es wären dann die berechtigten Nutzer. Und da kann man dann wiederum in diesen Sicherheitsrichtlinien, die man dem Mitarbeiter dann mitteilt, erklären, wer darf was zum Beispiel mit bestimmten Daten. Wer darf sie ausdrucken, wer darf sie vielleicht nur lesen oder wer darf sie vielleicht sogar verändern. Und dann stellt sich dementsprechend durch die Frage, wann ist etwas erlaubt? Man könnte also einschränken, dass jemand schon nur während der Arbeitszeit auf die Daten zugreifen darf. Es wäre eine zeitliche Begrenzung, zum Beispiel nur bis zu einem bestimmten Datum, danach verfällt dann diese Berechtigung. Wenn jemand zum Beispiel in einer Firma gemeinsam an einem Projekt arbeitet, könnte man das zeitlich begrenzen. Aber wo ist etwas erlaubt? Also wo ist es erlaubt, zum Beispiel diese Daten zu lesen? Nur am Firmen-PC? Das könnte man überprüfen an der entsprechenden IP-Adresse. Also jeder Computer hat eine eindeutige Adresse im Internet. Dann kann man schauen, dass nur von bestimmten IP-Adressen aus, eben welche, die dann genau zu der Firma gehören, diese Daten abgerufen werden dürfen. Oder ist es auch erlaubt, zum Beispiel Privatgeräte zu verwenden? Oder eher lautet dann die Sicherheitsrichtlinie in einem Betrieb, dass zum Beispiel man auf Privatgeräten wie zum Beispiel Smartphones oder eben Tablets oder Notebooks keine Firmendaten speichern oder bearbeiten darf. Dann sind wir bei Pro und Contra angelangt. Was spricht also für und was spricht gegen einen Datenschutz? Dafür spricht auf jeden Fall mal eine freie Selbstbestimmung. Jeder kann entscheiden, was er selber mit den Daten passieren soll, von den eigenen. Das ist eine wesentliche Voraussetzung für die Demokratie, nämlich dass Datenmissbrauch verhindert wird. Denn Diktaturen versuchen gern, auf die Daten der einzelnen Menschen zuzugreifen, um zum Beispiel zu erkennen, welche politische Einstellung der jeweilige hat, ob der vielleicht einen gefährlicher Gegner werden könnte für die jeweilige Diktatur. Dann gegen Datenschutz könnte angeführt werden, dass dieser Datenschutz heute kaum noch durchsetzbar ist, weil an so vielen Stellen alles Mögliche gespeichert wird und Daten geklaut werden könnten. Und ebenfalls könnte angeführt und wird immer wieder angeführt, dass dieser Datenschutz hinderlich für die Verbrechensbekämpfung ist. Es wird immer wieder gesagt, naja, wer nichts zu verbergen hat, der hat ja auch kein Problem damit, dass überwacht wird. Und dementsprechend gibt es ja viele Forderungen nach Videokameras, zum Beispiel auf öffentlichen Plätzen, dass E-Mails überwacht werden, dass der Datenaustausch übers Internet lückenlos überwacht wird, dass die Polizei darauf Zugriff erhält, und genauso E-Mails natürlich und die Kommunikation in den sozialen Netzwerken. Dann wird ebenfalls angeführt, dass diese ganzen Datenschutzvorschriften dann auch den Fortschritt von Firmen behindern, weil die immer wieder Rücksicht nehmen müssen. Was es viel besser wäre, wenn es sowas wie Datenschutz eben nicht gäbe, weil man damit eben einen besseren technischen und wirtschaftlichen Fortschritt erzielen könnte. Also es gibt Pro und Contra, die wir natürlich jeweils dann selber dann bewerten müssen, was wir als wichtig erachten. Dann sind wir auch schon bei den Maßnahmen angelangt, die einen Datenschutz eben ermöglichen sollen. Das wären zum Beispiel hier die Kontrolle, zum Beispiel des Zutritts zu einem Bereich, wo diese Daten eben dann abgerufen bzw. auch gespeichert werden. Also man könnte sagen, jemand bekommt keinen räumlichen Zutritt zum Computer oder zu einem Kopierer. Oder zum Beispiel könnte man das ja auch verhindern in dem Sinn, dass dieser räumliche Zutritt verhindert wird durch verschlossene Türen, durch Alarmanlagen, Videoüberwachung, ein Wachdienst, der dann genau aufpasst. Das heißt, der erste Schritt einer Kontrolle wäre, dass man den Zutritt verhindert oder kontrolliert. Dann der Zugang könnte ebenfalls kontrolliert werden, nämlich was die Nutzung betrifft, dass zum Beispiel nur mit Erlaubnis bestimmte Leute dann die Daten abrufen dürfen. Das könnte man kontrollieren und das kennt man auch vom eigenen Smartphone, vom eigenen Handy, dass man nur Zugriff hat durch entsprechende Passwörterverwendung, durch Benutzernamen, durch einen PIN-Code oder gar durch eine Magnet- oder Chipkarte. Und weiters wird dieser Zugang natürlich auch dann besser kontrollierbar durch die Verwendung von Virenscannern, durch eine Firewall oder einen Spamfilter zum Beispiel auch. Dann nach dem Zutritt und dem Zugang möchte ich jetzt auf den Begriff der Kontrolle des Zugriffs ausgehen. Das wären dann diese Zugriffsrechte, die wir auch wiederum vom Smartphone her kennen, dass man eben Zugriffsrechte nur für bestimmte Daten hat. Und dann wiederum nur durch bestimmte Personen. Also nicht jeder in der Firma darf alle Daten abgreifen bzw. sich anschauen. Und beim Smartphone würde das bedeuten, Zugriffsrechte nur durch bestimmte Programme und Apps. Also nicht jedes Programm darf deinen Adress- und Kalender oder deine E-Mails dann lesen. Zugriffsrechte können ebenfalls geregelt werden und besser eingestellt werden, zum Beispiel in einem Betriebssystem wie auch Windows, wenn man mehrere Benutzerkonten hat.
Das heißt, wenn man sich nur mit einem bestimmten Passwort anmeldet, nur dann kann man bestimmte Dinge machen. Wenn man ein eingeschränktes Benutzerkonto hat, darf man zum Beispiel keine Programme löschen oder auch keine bestimmten Programme dann installieren. Also verschiedene Berechtigungen, Benutzerkonten und letztlich auch eine Verschlüsselung. Weil wenn jemand einen Laptop in ihr Handy bekommt, dieser Laptop ist nicht verschlüsselt, sprich die Daten auf der Festplatte sind nicht verschlüsselt, kann jeder diese Daten dann im Prinzip frei lesen. Dann sind wir bei der Kontrolle der Übermittlung. Das heißt, es hilft einem der beste Computer nichts, wenn dieser verschlüsselt ist, die Festplatte verschlüsselt ist, aber die Daten dann übertragen werden und diese Daten dann ganz einfach praktisch mitgelesen werden mit einfachen Programmen, wenn diese Datenübertragung nicht verschlüsselt stattfindet. Und eine Verschlüsselung betrifft natürlich die Daten und auch dann die Verbindung selber, zum Beispiel über WLAN. Das sollte auch dementsprechend verschlüsselt sein. Dann sollte man als Maßnahmen Aufzeichnungen führen. Man spricht hier von Protokollierung, das heißt, man schreibt mit oder man lässt mitschreiben, wer jetzt Zutritt zu einem bestimmten Raum hatte, wer Zugang zu einem bestimmten Programm hatte, wer Zugriff auf die Daten hatte und wann eine Übermittlung zum Beispiel stattgefunden hat. Die besten Sicherheitsregeln helfen an und für sich nichts, wenn nicht auch die Mitarbeiter mitarbeiten, indem sie bestimmte Vereinbarungen einhalten und auch Eigenverantwortung zeigen. Und diese Vereinbarungen könnten dann bestehen eben zwischen einer Firma, zwischen einer Organisation und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, zum Beispiel bezüglich dem Webzugang. Was darf man während seiner Internetbenutzung machen? Darf man private E-Mails lesen oder Korrespondenz schreiben, ja oder nein? Bei privaten E-Mails könnte es ja unter anderem auch sein, dass man sich dann eben diese Schadsoftware wie Trojaner dann einfängt. Was darf man auf Firmen-PCs machen? Dann, man sollte auch Eigenverantwortung insofern haben, dass man keine persönlichen Daten veröffentlicht, dass man keine persönlichen Bilder oder Fotos veröffentlicht. Und das kann dann so weit gehen, dass ein Mitarbeiter peinliche Fotos veröffentlicht, dadurch erpressbar wird. Und erpresst wird dann bestimmte Daten zum Beispiel der Firma dann bekannt zu geben, damit diese Fotos nicht bekannt werden. Darüber hinaus sollte man auch Passwörter verwenden, die schwer zu erraten sind. Also nicht das klassische Passwort ABCD oder 1234. Dann sollte man auf die korrekte Privatsphäre-Einstellung achten, dass also ein Browser entsprechend abgesichert ist, dass nicht alle Daten dann sehr einfach nachvollziehbar sind, wenn man zum Beispiel dann den Browser wieder beendet hat und andere dann mitlesen können. Dementsprechend auch sollte man darauf achten, dass die Profile in sozialen Netzwerken gut gepflegt werden und dort nicht peinliche bzw. anstößige oder unnötige Informationen dort bekannt gegeben werden. Das führt uns schon wieder zu Vorsicht bei den sogenannten Online-Freunden. Wenn sich jemand annähert über ein soziales Netzwerk und versucht Kontakt aufzunehmen, sollte man lieber vorsichtig sein und eher vermuten, dass da vielleicht eine böse Absicht dahinter steckt. Und eher sich Zeit lassen, um eben solche Bekanntschaften dann auch wirklich zu schließen und dann ernsthaft Informationen auszutauschen. Und last but not least geht es auch um die Entsorgung von Altgeräten. Vielfach werden Festplatten, Smartphones und so weiter einfach weggeworfen oder werden einfach irgendwo verkauft, ohne dass die Daten, die darauf sind, tatsächlich zerstört werden. Man sollte wirklich darauf achten, dass auf diesen Altgeräten sich befindliche Daten dann dementsprechend dann auch wirklich zerstört werden, um somit einen Schutz zu haben. Aber der beste Schutz natürlich nützt nichts, wenn man dann ganze Aktenordner dann draußen im Papierkorb vor einer Firma dann findet und damit dann auch alle Sicherheitsanstrengungen innerhalb des Betriebs dann im Prinzip dann sinnlos werden. Gut, soweit einmal meine Hinweise zum Datenschutz und als nächstes werden wir dann über die Datensicherung sprechen.